Hallo und herzlich willkommen zu Alle Farben Kitchen. Ich bin Alle Farben und heute machen wir getrüffelten Rotkohl. Kohl und Trüffel passen wunderbar zusammen. Heute machen wir Rotkohl und Trüffel zusammen. Ich habe den Rotkohl schon mal fertig geschnitten und als erstes reibe ich die Orangenhaut, die Orangenzeste in den Kohl. Als nächstes schneide ich die Orange auf und presse sie aus. Jetzt nehmen wir uns die Gewürze vor. Ihr könnt sie auch schon fein gemahlen kaufen. Ich habe hier Piment, Wacholderbeeren, Nelken, dann habe ich hier Lorbeerblätter und Zimt. Den Zimt und die Lorbeerblätter tue ich gleich als Ganzes rein. Die anderen Sachen werde ich fein mahlen, hier in meinem Mörser und dem Stössel. Das hat eine richtig weihnachtliche Note jetzt schon in der Nase. Das riecht wundervoll. Viele geben die ganzen Gewürze als Ganzes hinzu, aber dann hat man die beim Essen meistens im Mund und die geben dann so einen starken Geschmack ab. Deswegen mache ich alles klein und gebe es später mit in den Kohl rein. So hat man nicht irgendwie die Stücken von den Wacholderbeeren oder ganze Nelken im Mund. Da Kardamom sehr faserig ist, habe ich das jetzt hier als Pulver und gebe hier noch einen halben Teelöffel dazu. Wenn ihr die Gewürze fertig gemörsert habt, dann können wir jetzt zum Herd gehen und den Zucker als erstes karamellisieren. Damit sich der Zucker besser löst, tropfe ich ein bisschen Wasser drüber. Nicht zu viel, sonst wird es nur eine Zuckersuppe. And here we go. Sobald es eine karamellige, braune Farbe hat, lösche ich es mit dem Rotwein ab. Keine Sorge, wenn sich das unten am Boden absetzt, es löst sich später wieder. Rotkohl rein. Orangensaft, Fruchtessig, Brühe und ganz wichtig, die Gewürze. Gut verrühren, das riecht schon richtig lecker hier. Dann Deckel drauf und für 2 bis 3 Stunden köcheln lassen, je nachdem wie bissfest ihr das haben wollt. Nach 3 Stunden ist unser Rotkohl jetzt endlich fertig. Wir brauchen nur noch den Final Touch mit etwas Öl und Salz. Zimt und Lorbeerblätter raussammeln. Einen guten Schuss Trüffelöl und zum Schluss noch abschmecken mit Salz und Pfeffer. Ich probiere erstmal. Verträgt auf jeden Fall noch ein bisschen Salz. Herrlich. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da. Ansonsten schaut doch mal auf meiner Seite vorbei, da gibt es noch weitere Rezepte. Ansonsten auf bald, euer Alle Farben.